Ja, der Sommer lief aus meiner Sicht sportlich ziemlich gut, muss ich sagen. Nach der Olympiade im Februar war es doch so, dass ich gedacht habe, okay, es wird jetzt wahrscheinlich schwierig werden, an das Pensum, was ich in den letzten ein, zwei Jahren gefahren habe, da irgendwie ranzukommen, werde wahrscheinlich ein bisschen wieder zurückschrauben müssen. Hat jetzt wieder erwarten dann trotzdem doch ganz gut geklappt und ich konnte viel trainieren und es hat super funktioniert. Und das hat mich doch dann immer weiter recht positiv gestimmt. Es ist einfach schön zu sehen, dass ich jetzt dann doch dieses große Pensum auch jetzt dieses Jahr noch fahren konnte. Habe sogar eigentlich im Vergleich, oder was ich gar nicht gedacht habe, im Vergleich zum letzten Jahr noch mal ein bisschen was draufgepackt im Ausdauerbereich. Auf der Schanze läuft es zurzeit auch richtig, richtig gut. Haben dort viele, viele Materialtests gemacht im Bindungsbereich. Und ja, also ich denke, es ist auf einem ganz guten Weg. Bis in Februar, wenn Oslo dann beginnt, ist es noch jetzt noch relativ lange hin. Aber ich denke, dass ich trotzdem für die Saison jetzt schon gut gerüstet bin. Ja, im Materialsektor hat sich natürlich jetzt tut sich gerade einiges, vor allen Dingen im Bindungsbereich. Da wird sehr viel getestet. Ich habe da auch teilweise, also vielleicht nicht so viel wie andere, aber teste da natürlich auch mit, muss jeder auch so ein bisschen für sich individuell das Optimum herausfinden. Wir sind jetzt auch im Zuge der DSV-Einkleidung bei Audi im Windkanal und da hoffen wir, dass wir noch ein paar Erkenntnisse gewinnen und dann im Winter da eine gute Rolle spielen. Also es sind wirklich ein paar Prozent, die es einfach bringt oder bringen kann und da wollen wir den anderen Nationen in nichts nachstehen und deshalb investieren wir da eben auch sehr viel Zeit, Geld und Aufwand rein. Ja, bei uns unser Sport, vor allen Dingen das Skispringen, hat natürlich auch sehr viel mit Aerodynamik zu tun. Bei Audi im Windkanal sind jetzt die Möglichkeiten sehr groß, was man machen kann. Wir werden aber höchstwahrscheinlich so den Absprung, Übergangbereich testen, das heißt so Windgeschwindigkeiten von 90 bis 100 km/h eventuell, wahrscheinlich wird es so werden, um dann zu sehen, wie sich der Skianstellwinkel verhält, auch mit den unterschiedlichen Bindungsteilen, die wir dann da noch testen werden, denke ich. Und was noch dazu kommt, ist, dass es so auch ganz gutes Gefühl gibt. Also es ist natürlich, im Windkanal kommt der Wind genau von vorne. Das ist nicht ganz zu vergleichen mit dem richtigen Skispringen, wo man ja eben auch fällt. Muss ich das dann alles ein bisschen gedreht vorstellen. Aber ja, meine bisherigen Erfahrungen mit Windkanal sind wirklich sehr gute und ich bin mal gespannt. Ja, es ist immer ein bisschen durchwachsen in Kusamo. Also man weiß es nie so richtig genau, wie ist diese Schanze jetzt zu einem. Von manchen wird sie geliebt, von manchen wird sie gehasst. Also der eine hat halt ein bisschen Glück und der andere hat halt kein Glück. Es ist einfach windanfällig. Aber ich bin dort auch schon gesprungen bei wirklich guten Verhältnissen, wenig Wind und dann ist es eigentlich eine sehr, sehr schöne Schanze. Also ja, auch meine Platzierungen waren sehr durchwachsen. Ich bin dort letztes Jahr bin ich Zweiter geworden, war aber auch schon Letzter dort bei dem Weltcup. Von daher bin ich gespannt.